Nach dem tödlichen Messerangriff auf mehrere Kinder, bei dem drei Mädchen starben, kam es am Dienstagabend im englischen Southport zu schweren Ausschreitungen. Dabei sind 39 Polizisten teils schwer verletzt worden. 27 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie der regionale Rettungsdienst auf X mitteilte. Die Einsatzkräfte erlitten nach Angaben der Polizei unter anderem Knochenbrüche, Schnittwunden, einen Nasenbruch und eine Gehirnerschütterung. Bei den Randalierern und gewalttätigen Demonstranten handelt es sich nach Angaben der Polizei um Anhänger der English Defence League. Dabei handelt es sich um eine islamfeindliche Gruppe, die ihre Wurzeln in der britischen Hooligan-Szene hat. Diese hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach gewalttätige Demonstrationen gegen Muslime veranstaltet. Aufgrund der Unruhen am Dienstagabend erhielt die Polizei in dem Stadtgebiet für 24 Stunden erweiterte Befugnisse zum Durchsuchen von Menschen. Die Angreifer hätten nach einer Mahnwache für die Opfer der Messerattacke sowohl Beamte als auch die örtliche Moschee mit Ziegelsteinen beworfen und ein Geschäft geplündert, so die Polizei. Außerdem setzten sie Autos und Mülltonnen in Brand, wie auf Videos zu sehen ist. Am Montag hatte ein 17-Jähriger ein Taylor Swift Motto-Event für Kinder in Southport angegriffen. Dabei starben drei Kinder, mehrere weitere Menschen wurden schwer verletzt. Das Motiv ist nach wie vor unklar.